So, wir machen aus Knoblauch und Kräutern eine Tzatziki-Soße und dafür brauchst du natürlich noch Joghurt. So, hier ist jetzt stichfester Joghurt drin und zwar 2 Becher. Außerdem Knoblauch, der mit der Gabel zerdrückt wurde, etwas Salz dazu und diverse Kräuter aus dem Garten, Knoblauchgras, Schnittlauch und dann lassen wir das Ganze jetzt einziehen. So, wir haben Tzatziki vorbereitet. Da sind verschiedene Gartenkräuter drin, unter anderem Schnittlauch und Knoblauchgras und so weiter und so fort. Knoblauch auch, und zwar ziemlich viel, 4 Zehen. Außerdem machen wir hier Gurken und Tomaten für den Döner klar. Flaschentomaten habe ich hier genommen und eine Landgurke. Zwiebeln in verschiedenen Stärken. Und als nächstes braten wir jetzt das Hackfleisch an. Und gleichzeitig erhitzen wir das Dönerbrot. Also, Tzatziki ist am Start, die Beilagen sind am Start. Verschiedene Zwiebelstärken. Das eine kommt ins Hack, das andere kommt später frisch in den Döner. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Außerdem haben wir hier noch Peperoni. Wir benutzen für dieses Gericht Rinderhack, 492 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier habe ich noch mit bisschen Salz und Pfeffer abgewürzt und dann hoffe ich, dass das schmeckt. So, bisschen Chili, Koriander, Majoran, Kreuzkümmel, solche Sachen in die Soße, bisschen Pfeffer, bisschen Salz und dann erhitzen wir als nächstes die Pfanne bzw. das Hack und der Ofen heizt auch schon vor, weil wir ja gleich die Brote erhitzen müssen. Ein bisschen Zwiebel würde ich mit anbraten, deswegen habe ich extra 2 verschiedene Stärken geschnitten sozusagen und dann kommt hier gleich das Hackfleisch mit dazu und dann muss das einmal ordentlich durchbraten. So, das Hack ist genauso gewürzt im Prinzip wie das Tzatziki. Das hier kommt oben drauf, genauso wie die Zwiebeln und das ist jetzt hier durchgebraten und gleichzeitig ist das Dönerbrot im Ofen, 4 bis 5 Minuten schätze ich, bei 200 Grad. Und dann wird das Ganze hier befüllt und dazu gibt es noch Salat. Und da habe ich mich für diese fertige Mischung entschieden. Und obendrauf gibt es dann noch eine Peperoni. So, das Hack ist durch. Der Plan ist folgender. Das Fladenbrot ist im Ofen. Wir schneiden das gleich auf und dann kommt ganz unten kommt eine Schicht Rohkostmischung. Dann kommt das Hack und ganz viel Tzatziki zwischendurch. Vielleicht ein paar Gurken und Zwiebeln. Und am Schluss gibt es da noch eine Peperoni als Goodie. Ich dachte, jetzt hänge Rohkostmischung unter, damit es nicht durchsuppt. Anschließend Fleisch.